Wie hilft man einer verunglückten Kuh oder einem Pferd, das von alleine nicht mehr weg kann? Genau das trainiert die Feuerwehr in Günzburg mit einem Dummy. Wie bei echten Pferden gilt auch hier, möglichst nur zum Rücken hinnähern. Da ist man auf der sicheren Seite. Da steht man also nicht irgendwo im Bereich, wo man von den Hufen bzw. vom Kopf getroffen werden kann. Deswegen arbeiten wir immer von der Sattellage aus. Das ist aber nicht immer so leicht. Die Einsatzkräfte müssen spezielle Rettungsgurte um das Tier schnallen. Fast alle Rettungen klappen allein mit Muskelkraft, sonst braucht es einen Kran und auch eine andere Bindung mit dem Gurt. Gut 10 Minuten brauchen die Günzburger Feuerwehrleute dafür. Echt lehrreich, finden sie. Generell mal den Umgang mit diesen Tieren, weil also ich habe auch privat keine Berührungspunkte zu irgendwelchen Tieren, auf was man da achten sollte. Jetzt wissen sie also.